Jetzt würde ich gerne wissen, was geht ihm durch den Kopf? Digga! Dreist! Dreist! Was geht ab und herzlich willkommen zu Let's Talk About Temptation, Baby. Würde mich super freuen, wenn ihr den Kanal abonnieren würdet, aktiviert die Glocke, schreibt in die Kommentare und ich würde sagen, ich bin mega gespannt mal wieder. Wir starten mit Folge Nummer 11. Temptation Island! Let's go! Also, ich würde sagen, wir fassen selber noch kurz zusammen. Wir hatten Lagerfeuer. Ja, Credo, Abdu und Nico waren am Lagerfeuer, haben die Bilder von ihren Mädels gesehen. Abdu sehr aufgelöst gewesen. Dann hatten wir Lagerfeuer von allen Mädels. Die haben auch gesehen, was all ihre Jungs so machen. Der Burner natürlich Mark Robin. Ne, Michelle hat's gesehen. Michelle hat sofort abgebrochen. Ne, und Mark Robin wurde aus der Villa jetzt rausgeholt, rauszitiert. Und ja, geht jetzt an sein finales Lagerfeuer. Das bedeutet, Freunde, wir sehen diese Folge ein letztes Mal, Michelle und Mark Robin. Und ich bin so gespannt, was die beiden sich jetzt noch zu sagen haben oder was sie sich zu sagen haben, wie Mark Robin reagiert. Er hat ja immer so getan, ich habe nichts gemacht, ich muss mich in Diskussionen ausstellen, auf die ich ja gar nichts kann und so. Hat quasi so getan, als ob er nicht erwischt wurde. Wurde aber. Und jetzt gucken wir uns das mal an. Also Michelle kommt ans Lagerfeuer schon mal. Wir kriegen direkt das Lagerfeuer zu sehen. Krass. Michelle, du hast dich nach den Bildern heute vorzeitig dazu entschieden, abzubrechen. Ja. Temptation Island, willst du keine Sekunde mehr weitermachen? Wie geht's dir jetzt kurz bevor du ihn wieder siehst? Irgendwie habe ich komplett dicht gemacht. Ich kann irgendwie keine Emotionen mehr zeigen gerade. Ich weiß nicht, wie es die Tage wird, aber momentan bin ich gerade selbst von mir begeistert, dass ich hier noch sitze und nicht weine. Kommt wahrscheinlich noch, ne? Aber starker Auftritt. Erstmal Respekt, dass sie sich da überhaupt noch hinsetzt, so, ne? Mark Robin kommt jetzt. Ach du Scheiße, jetzt kommt der. Jetzt bin ich mal gespannt. Begrüßung, alles. Wir machen kleinste Analyse. Oh. Ui, der guckt finster. Oha. Jetzt würde ich gerne wissen, was geht ihm durch den Kopf? Ne, wahrscheinlich. Wir müssen vorstellen, Freunde. Entweder haben sie, warum bricht sie ab, ist jetzt der Grund. Gibt das jetzt zu oder nicht? Was machst du hier? Alles gut? Hm? Alles gut? Ja. Ich hab dich vermisst. Wirklich? Mhm. Ich dich auch. Warum hast du mir nicht gesagt, dass du es mitgenommen hast? Okay. Also irgendwie hat sie sich... Sie hat gegrinst, so hat sich doch gefreut, so irgendwie, ne? Muss man sagen, irgendwie... Ich hab gedacht, jetzt kriegt ja eine gescheuert oder so, ne? Aber... Okay, vermisst, ja, Armband spielt eine Rolle und, krass. Sollte eine Überraschung sein. Überraschung. Aber das ist doch das Armband von ihr, oder nicht? Das ist doch, das hat sie ihm doch geschenkt, glaube ich, und sie hat das zerschnitten gehabt. Okay. Hast du irgendwas zu Schulden kommen lassen? Nee. Hm. Nee? Hör mal. Nee? Da kommt man ja gleich schon mal rein in die Bilder, die wir da sehen. Digga, gib es zu, Alter. Gib es zu. Mark Robin, Alter. Es ist besser. Glaub mir. Gib es zu, Junge. Mark Robin, wir werden nach Hause fahren. Ich werde meine Sachen packen. Und mitgehen. Warum? Warum? Oh, Digga! Digga! Mark Robin, ganz dünnes Eis. Michelle hat sich nach dem heutigen Lagerfeuer dazu entschieden, Temptation Island vorzeitig abzubrechen. Mhm. Du weißt warum, oder?
Keine Ahnung. Keine Ahnung. Digga, keine Ahnung. Digga, jede Frau gerade vom Fernseher nimmt jetzt irgendwas in der Hand, Digga, irgendwas, irgendeine Fernbedienung und schmeißt die so in den Bildschirm rein, Digga. Mark Robin, Junge, sag doch die Wahrheit jetzt. Alter, komm, Baby. Zieh dich doch nicht ins Lächerliche. Es werden so viele Menschen sehen. Steh doch einfach dein Mann. Weiß nicht, was ich sagen soll. Wirklich. Ich weiß es nicht. Würdest du sagen, du bist treu geblieben? Ja. Digga! Nein! Mark Robin, immer weiter in die Scheiße. Oh ne, Diggi. Oh. Weißt du, ich habe gestern ein Schlüsselloch bekommen von dir. Mhm. Mhm. Du hast so schön mit dieser Laura gekuschelt. Mhm. Hast ihr einen Kuss auf die Backe gegeben. Mhm. Das hat mich schon fix und fertig gemacht. Hast dich antwerken lassen, obwohl du weißt, dass ich das nicht feier. Mhm. Hast sie massiert, alles Mögliche. Mhm. Weißt du, was die Jungs gesagt haben? Mhm. Was ein Wichser und haben, was weiß ich, wie über dich geurteilt. Ich stand vor allen und hab dich noch verteidigt und hab gesagt, dass sie ja nichts sagen sollen. Das war echt krass. Das stimmt, da hat sie echt, ja. Ich war gestern Abend fertig mit den Nerven. Wirklich fertig. Weil sie mich so runtergezogen hat. So. Heute, Lagerfeuer, ich komme hierher. Was kriege ich gezeigt? Dass mein toller Freund irgendeine andere Frau zu sich ins Zimmer holt und sagt, mach bitte dein Mikro weg. Digga, jetzt letzte Chance. Gib es zu, bitte. Sag einfach, wie es ist. Und dann sitzen zwei andere Frauen an der Tür und hören zu, wie du eine andere küsst. Und dann noch zu ihr sagst, nimmst du die Pille? Weil wenn ein Kondom fehlt, dann kommt das ja raus. Boom! Vorbei, Digga! Vorbei! Guck mal, Robin! Sag mal, merk. Erwischt! Vor allem erwischt! Und er dachte, er wird nicht erwischt! Nein! Digga! Oh mein Gott! Er hatte noch die Wahl, es zuzugeben. Mark Robin, komplett hochgenommen. Michelle hat ihm jetzt richtig eine so babang verpasst so. Und das Ding ist komplett hochgenommen worden. Ganz krasser Film, Alter, der sich hier abspielt bei Temptation Island. Unfassbar, hat's noch nie gegeben. Und Mark Robin, Digga, bitte entschuldige dich. Jetzt musst du alles. Also, es ist eigentlich schon zu spät, Digga. Jetzt ist der Drops gelutscht eigentlich schon. Jetzt hast du verkackt, Junge. Mein Gott. Sagst du irgendwas noch? Dann setzt du dich noch hier hin und lügst mir so dreist ins Gesicht. Ja, guck mal. Sie war unter der Dusche. Dann bin ich unter die Dusche, weil ich gesagt habe, ich muss zuerst. Ich verstehe, was du gehört hast, aber habe ich mit ihr rumgemacht? Habe ich irgendwas? Ja, hast du. Nee, wo? Doch, hast du. Wo? Digga! Dreist! 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 Oh nee, Diggi! Nur um das mal kurz klarzustellen, ja. Ich habe mir die Situation unter der Dusche noch nicht mal gezeigt. Es geht hier um die Situation. Scheiße, Alter. Oh. Mal kommen, wir meinen nicht die Situation. Da gab's so eine andere, die du gerade nicht vergessen hast oder so. Situation, wo du Laura geküsst hast und die hat sie gesehen. Ja, die haben wir alle gesehen, obwohl das haben wir nicht gesehen, aber es war so eindeutig. Da gab's so einen toten Winkel, von dem du wusstest. Das heißt, von dem ich wusste. Von dem wusstest du, tu nicht so. Tu nicht so, sagt die Laura. Tu nicht so, sagt die zu dem. Aber tut der auch so? Ist ja so, was tut der so? Boah, Junge, Mark Robin, Alter. Du machst dich hier zum Arsch der Nation, Alter. Bitte. Eieiei.
Mann, Mann, Mann. Ja, ja. Richtig. Und was ist in diesem toten Winkel passiert? Nix. Nix. Keine Ahnung. Das weiß er natürlich nicht. Mhm. Sei einfach ehrlich. Ja. Ja, da war ich mit Laura, da war ich aber auch mal mit den Jungs, auch ohne Mikro und hab mit denen gequatscht. Und was war da mit Laura? Sag es, Digga, komm. Ja, hau raus. Keine Ahnung. Keine Ahnung. Wie keine Ahnung? Hab ich das verdient? Nee. Wirklich, nee. Dann sei doch ehrlich. Ja. Wir sind uns näher gekommen, irgendwo ein bisschen. Was heißt irgendwo ein bisschen? Es gab einen Kuss. Mark Robin, es gab da noch was anderes als einen Kuss. Sein Blick. Aber... Junge, aber er hat auch keine andere Wahl mehr gehabt, ne? Das war Pistole nicht nur auf die Brust, sondern schon so ins Gesicht gehalten. So richtig so die Knarre. Weißt du? Letzte Chance, aber wir hören mal weiter. Digga, das ist krass. Was? Das frage ich dich. Es gab da nichts außer einem Kuss. Digga, du wolltest ja noch reinstecken. Hast du gefragt, nimmst du die Pille oder so? Wenn ich einen Gummi nehme, ist das zu auffällig. Dann können die nachzählen und so. Digga, komm, hau alles raus einfach. Besser ist das. Junge, du reitest dich sonst weiter in die Scheiße rein. Bitte. Euer Gespräch. Im Totenwinkel. Ja, aber ich erinnere mich jetzt nicht mehr an jedes Wort. Keine Ahnung. Es ging um die Pille, um Kondome. Im Totenwinkel. Im toten Winkel. Mark Robin, bitte. Ich weiß nicht es so dumm nicht. An. Wo stelle ich mich dumm an, Mann? Ich weiß es nicht. Ja, Michelle. Ist so. Ist so. Was habe ich gesagt? Habe ich irgendwas gemacht? Habe ich gesagt, nee, es eben geht nicht? Hieß es noch, du hast nichts gemacht. Jetzt gibst du Tür, dass es einen Kuss gab. Kann ja auch sein, dass sie mich geküsst hat. Lol. Genau. Lacht die auch. Ja, Digga, sorry, es ist einfach nur noch zum Lachen so. Ohne Scheiß. Ja, und von mir gab's eine dumme Aktion jetzt. Okay, scheiße. Eine hast du nicht dumme Aktion? Mark Robin. Brudi. Normal auf mit Mark mir. Robin, willst du, dass ich ausraste? Eine dumme auf Aktion, du hast eine andere. Digga. Die kann dich jetzt so laut anschreien, wie sie will, Alter. Da würde ich echt kleine Brötchen backen jetzt, Mann. Frau geküsst. Ja, und die ganzen anderen Bilder, hast du vorher auch Bilder gekriegt oder keine Bilder? Denkst du, das rechtfertigt, wenn du zu irgendeiner Frau sagst, hey, trau mich nicht am Kopf, weil das ist ein Ding zwischen mir und meiner Partnerin, anstatt, und dann küsst du die andere und denkst du, das rechtfertigt etwas? Nein, natürlich nicht. Vor allem, wie dreist du bist, dass du dich hier hinsetzt und mir noch ins Gesicht lügst. Was denkst du dir bitte dabei? Ja, voll. 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 Voll, Alter. Ich hab von dir wirklich gedacht, dass du einer der cleversten Menschen bist, die ich kenne. Hat er, glaube ich, auch gedacht. Dann kommst du mit mir hier rein und setzt dich hin und lügst mir dreist ins Gesicht, obwohl du weißt, ich krieg das raus. Ich lüge, weil ich dich nicht verletzen wollte, weil du es nicht verdient hast. Den Fehler habe ich gemacht. Wie lange ich damit klargekommen wäre, kann ich dir nicht sagen. So, es war ein dummer Moment, es war ein Ausrutscher, es tut mir leid, ich bereue es ohne Ende. Ich weiß nicht, was ich sagen soll, ich verstehe dich. Ziemlich, Mark Robin, das kann man auch ein bisschen gefühlvoller verpacken, Alter. Junge, Junge, Alter, das ist... Ich sag euch gleich was dazu. Es tut mir von Herzen leid, das hast du nicht verdient. Was habe ich dem letzten Tag zu dir gesagt? Brich mir nicht mein Herz. Ja. Die tut mir so leid, die Arme, ne? Die muss das da auch noch so, sich die Verarsche so geben, Alter. Ne? Diese,
diese auch nicht zugeben und so, ne? Und er hätte ja auch weiter gelogen, so, weißt du, wenn es nie aufgeflogen wäre. Das muss die Arme sich da jetzt reinfahren, Alter. Und das tut, Michelle, also tut mir unfassbar leid für dich, ne? Also das ist schon heftig. Das ist schon eine heftige Nummer. Und ich sag euch ganz ehrlich, wie es ist, so, ich glaube, keine Frau bei Temptation Island musste das bisher so einstecken. Das war für mich in allen Temptation Island Staffeln, die ich kenne, war das die härteste Nummer, die je von einer Frau eingesteckt werden musste. Vor allem nach 6 Jahren Beziehung, die haben. Vor allem nach dieser, also das war schon, das ist unfassbar krass. Deswegen heftig, heftig, heftig. Am Ende. Am Ende. Es tut mir wirklich leid. Scheiß auf mich von mir aus. Aber mach dir keinen Kopf. Ach, Digga, du willst doch echt die falschen Worte, Mann. Das ist echt scheiße. Scheiß auf mich, aber mach dir keinen Kopf, Junge. Boah, du kriegst von mir mal Crashkurs, Alter, wie man... Nein, Spaß. Also Crashkurs, wie man vernünftig dann sich gibt, wenn man Scheiße gebaut hat. Nicht wie man vernünftig fremd geht, ohne dass man erwischt wird. Da nicht. Ich wurde auch immer erwischt. Du hast 6 Jahre Beziehung weggeschmissen. Ja. Für einen Kuss. Ja. Alter. Erstens hat sie mich geküsst. Digga, langsam ist es echt nicht mehr cool, Mann. Also ist schon die ganze Zeit nicht cool, aber langsam denke ich auch so, Alter, laber keine Scheiße, Digga. Ich sag ja nicht, dass ich direkt weggezogen habe. Ich habe diesen Fehler gemacht. Du hast die da hochgerufen, du Depp. Ich verstehe. Und schon wieder gibst du ihr die Schuld. Ja, das ist das Ding. Sie hat damit absolut nichts zu tun. Ja, richtig. Alles klar. Ja, nein, Digga! Hör auf! Ey! Digga, die kann da nichts für, Alter. Das ist deine Schuld, Mann. Du bist der Verantwortliche. Die Laura hat nur ihren Job erledigt, hat das mitgemacht und hat uns erzählt, was abging. Digga, jetzt schiebt die Schuld nicht auf die anderen. Aber Macron, ich kann dir hier und jetzt sagen, es wird kein Zurück mehr geben. Egal, wie oft ich dir verziehen habe, egal, was du gemacht hast, egal, wie oft wir uns getrennt haben. Jetzt ist wirklich vorbei. Ja, verstehe ich. Akzeptiere ich auch. Würde ich genauso machen. Aber immer so trotzig auch, ne? Ja. Brudi, Alter. Wirklich, würde ich genauso machen. Temptation Island ist für euch jetzt vorbei. Ihr dürft jetzt nach Hause gehen. Ganz kurz nochmal zum Zusammenfassen. Also, ey, heftig. Das habe ich noch nie gesehen bei Temptation. Der Mark Robin wollte, ich glaube es ihm auch, ne? Klar, wenn du die Scheiße baust, willst du das natürlich so als Mann, wenn du so eine Scheiße gebaut hast, willst du das deiner Partnerin nicht sagen, weil du Angst hast, sie zu verletzen, sie zu verlieren. Fakt ist aber, du hast diese Scheiße gebaut. Jetzt hast du 2 Möglichkeiten. Entweder sagst du die Scheiße, die du gebaut hast, sagst ihr das und musst ihr aber auch dann, wenn du den Fehler bereust, wirklich tausendfach beweisen, dass du das Ding bereust, es war ein Ausrutscher, ja, oder sagst du gar nichts, liebst sie weiterhin, ja, und hoffst, dass du nicht erwischt wirst, und Mark Robin hat sich für Plan B entschieden, dass du nicht erwischt wirst. Ich glaube nicht, dass er sie absichtlich verletzen wollte. Fakt ist aber, es war ein riesengroßer Fehler und ein Vertrauensbruch und ein Fremdgehen, Alter, so, ne, wenn dir das passiert, Freunde, es ist eine, und deswegen ist Temptation Island so geil und auch für uns in dieser Gesellschaft, in der wir alle leben und auch mit der wir klarkommen müssen und vor allem mit Beziehungen, und da passiert sowas ständig, ne? Der beste Weg ist halt immer der ehrliche Weg, natürlich so. Hätte man von alleine gesagt, dass man da irgendwie den Fehler gemacht hat, ich glaube, dann wäre sie auch irgendwie anders damit umgegangen, aber dieser Vertrauensbruch zeigt halt einfach, dass er weiter gelogen hat. Ne? Nicht, das ging, glaube ich, nicht nur um diesen Kuss so. Ich glaube, wenn er direkt danach rausgegangen wäre, hat gesagt, scheiße, Freunde, ich habe Scheiße gebaut. Ich habe einen Fehler gemacht. Ich glaube, damit kämen sie noch klar, dann kann man wahrscheinlich nochmal darüber reden. Aber dieses Lügen, ne, war nix, ich habe mir nichts zu Schulden kommen lassen. Ne, hab ich nicht. Ne, ich war treu.
Das war das Problem. Ne? Und das ist der Vertrauensbruch bei ihr gewesen. Und ich kann sie voll verstehen, wenn sie sagt, ey, ciao, hau rein, für immer vorbei. Weil das ist doppelt gebrochen, der Vertrauensbruch. Ne? Einmal lügen, einmal küssen. Und ja. Mark Robin, hätte einfach mal ehrlich geantwortet, so hätte vielleicht noch eine Chance, eine kleine Chance gehabt. Aber so, Digga, vorbei. Ist das jetzt passiert oder nicht? Im Bad. Ja, geht mit mir nackt unter die Dusche. Küss mich. Es war einfach geschockt des Todes, aber man konnte das auch bei Mark Robin merken, dass er einfach nicht richtig spielt. Alle sind geschockt, wa? Lass mich erst mal drücken. Soll ich erst mal drücken? Komm her, Bruder, lass dich mal. Kann ich euch wenigstens was erzählen, was ich gehört habe? Habt ihr was von Merib gehört? Gar nichts? Er ist raus. Mir ging es gerade richtig ab. Und das halt, dass er sagt, hey, komm her, kein Mikro und ich fick dich, also ich will dich bumsen. Also, aber das war nicht so. Doch, es war alles so. Und ich untertreib noch. Ihr müsst es von euch, von den Mädels erzählen lassen. Die kann nicht klarkommen. Ne? Genau, ich tut mir leid, dass ich jetzt auf einmal in der Situation sage, Jungs, ich bin hier, ich musste auch kurz raus. Was hier alles war, ich musste kurz raus. Das ist einfach Temptation. Ich dachte, Mark Robin, das ist super. Ich meine, weißt du, wie immer, dass der liebt seine Freundin und alles. Und dann das. Ja, klar, die Jungs sind auch baff, ne? Das ist halt auch immer kacke, ne? 2 Wochen knapp bist du da mit deinen Jungs und so jeden Tag und so voll die Bros am werden und dann ist einer weg, ist natürlich auch kacke. Aber ey, ich glaube, das hätte, also Mark Robin hat es ja gar keinem da drin erzählt, so, ne? Das war ja so sein eigenes Geheimding da, was er da gestartet hat, so. Und keiner wusste davon, so gar nicht, heftig. Was der bekommen hat, ist noch schlechter als das, was ich bekommen habe. Du fragst mich gerade. Hey Bro, du musst es mir nicht sagen, wenn du das schlucken willst. Frau, sie hat getürkt. Sie hat an meinen Arsch geklatscht. Sie hat nach der Ärsche bewährt. Also zeigen die jetzt diese Heulszenen, weil sie meinen, ist das ironisch gemeint von Temptation, dass gerade diese Heulszenen dazwischen kamen? Sie hat getwerkt, sie hat auf den Arsch geklatscht und dann diese Weinszenen. War das jetzt ernst von Temptation oder war das auf Ironiebasis? Ich schwöre, ich kann es gerade nicht unterscheiden. Sie hat gesagt, das ist gerade nicht das Richtige mit mir. Entschuldigung, wirklich. Also ist das Verarsche hier oder ist das ernst, dass er traurig sein soll darüber? Ist das, ey, Freunde, ich sag euch ganz ehrlich so, findet ihr das so krass, was Jesse gemacht hat, so? Ich gar nicht, Alter. Null. Ich würde mich mal fragen, warum, Junge? Sie hat gesagt zu dem Typen so, ich sollte eigentlich Abstand zu dir halten, aber ich will nicht Abstand zu dir halten, weil ich mag dich ja. Ey, das ist doch nicht sein Ernst. Ey, ist das... Ich kann es gerade nicht mehr unterscheiden, Digga. Vielleicht bin ich auch selber Baller langsam. Wegen der ganzen Scheiße da. Aber, ey, das ist doch nicht ernst, dass er hat ja gerade die Gründe aufgezählt und dann so da losweinen. Gut, jeder Mensch ist anders, ne? Aber, Freunde, ich meine, jeder hat auch Gefühle. Jeder andere ist näher am Wasser gebaut als nicht. Tut mir auch leid, aber... Alter, ey... Ich meine, wenn man selber so viel Scheiße gemacht hat, ne, sagt ja immer wieder, ne, dann soll man sich dann auch mal nicht anstellen, wenn die Freundin auch mal was macht. Und die Jessie, ey, bitte. Also wenn ihr die als Fremdgärin jetzt abstempelt, ja, dann fresse ich einen Besen, aber glaube ich nicht. Schreibt gerne in die Kommentare, was meint ihr, Abdu, Jessie, wie ist eure Meinung, ich bin auch nicht allwissend oder so, ich sag nur immer meine Meinung, ne? Aber stimmt gerne mal ab in den Kommentaren, was denkt ihr? Bin ich zu hart? Kann auch sein mit dem Abdu gerade. Ich meine, ich mag ihn gern, ist cooler Typ, ne? Aber ich meines Erachtens bisschen übertrieben, Alter.
Also, ne, ich meine, hätte die da macht die das voll, die lässt sie da voll die Sau raus. Ja, gut, dann kannst du das verstehen, aber so. Ich mag dich, sagt die zum Melon. Sie fehlt mir einfach so sehr, wirklich. Ich wünsche, sie wäre bei mir. Ja gut, das am Ende auf jeden Fall, das kann man natürlich, das ist total in Ordnung so, ne? Vielleicht ist es ja auch alles zusammengefasst irgendwie, alles, sie fehlt ihm und dann ist es für ihn zu viel irgendwie. Ich meine, das ist auch sein erstes Format, vielleicht bin ich auch ein bisschen zu streng gewesen oder so, ne? Der kann natürlich auch sein. Sorry, deswegen Abdu an der Stelle ab und zu. Aber ja, mir kam es gerade eben so vor, weißt du? Dass das ein bisschen übertrieben war, aber müssen wir auch akzeptieren. Ich auf jeden Fall auch und deswegen, verzeih mir, Bro. Das, was heute passiert ist, ich weiß nicht, ob das in die Geschichte eingeht. Vom Temptation Island. Ich weiß nicht, ob das in die Geschichte eingeht. Ich konnte mir nie vorstellen, dass man... Doch, das geht auf jeden Fall ein, ja. Wenn man das alles sieht, der hat uns angelogen. Es hat mir auf jeden Fall die Augen geöffnet, dass ich es... Ey, ich will meine Freundin wieder haben, ich will sie lieben und ihr einfach sagen, dass ich nicht so ein Typ bin. Und... Boah. Das ist das, was wir lieben dich auch! Er sagt, das ist die geilste Zeit seines Lebens. Für mich sind es die schlimmsten 2 Wochen, seit ich denken kann. Sie ist richtig lang geworden, die Liste. Es waren heute 8 Punkte, die mich verletzt haben. Und so viel waren es bei keinem der Lagerfeuer. Die Liste, ne? Heute waren es 8 Punkte, die da drauf waren, die mich verletzt haben. Klar, sie sammelt das. Die Liste. Weiter. Aber er macht auch voll viel Scheiße, ne? Ist so. Ich habe gar keinen Platz mehr. Ich hoffe, es kommt nicht noch mehr. Und ich frage mich, warum lässt mich mein Mann, der mich ja liebt, durch die Hölle gehen? Ja, wie gesagt, Freunde, ich will gar nicht den Nico irgendwie da so in Schutz nehmen oder so. Aber ich glaube, der war in einem Käfig, in einem Gefängnis, die ganze Zeit, kommt da raus, dreht völlig durch, so, kann sein Ding machen und so und ist das, find das auch cool und so. Ich glaube, er shakert auch gerne mit den Mädels und macht dann diese Spiele und Späßchen mit, so, ne? Aber es ist kein bewusstes Verletzen, glaube ich nicht so. Und es ist kein bewusstes Fremdgehen, so, weißt du, er denkt, er ist einfach cool. Ich glaube, er würde es auch so machen, wenn sie dabei wäre, weißt du? Üff, ja. Was geht denn jetzt ab? Aber ich glaube, die kann auch nichts mehr schocken hier. Unsere Temptation Gang. Die kann nichts mehr schocken, glaube ich, mittlerweile. Die haben schon echt... Also auch ganz... Guck, direkt früh morgens. Ich glaube, jetzt geht's aber mal auf die Temptation Dates. Kann sein, dass die Bilder kommen, oder? Nee, Temptation. Keine Bilder mehr. Temptation Dates. Wo eigentlich Laura mit Mark Robin da auf Temptation Date gegangen wäre. Wäre. Warum bin ich da? Preisfrage. Es geht auf die Temptation Dates. So. Nico, ich starte mit dir. Okay. Ihr geht Buggy fahren. Buggy fahren? Ihr habt ein richtig geiles romantisches Dinner. Und natürlich verbringt ihr die Nacht zusammen. Und zwar mit Trommelwirbel. Denise. Sarah. Oh. Credo. Es geht aufs Wasser. Okay. Auf ein Segelboot.
Wow. Und zwar mit Steffi. Ja. Oh mein Gott! Ich freue mich. Und mit Jasmin. Geil. So, und jetzt zum letzten in unserer Runde. Abdul, wir hatten ein krasses Lagerfeuer. Im Endeffekt ist mein Fazit, ich möchte meine Freundin wiedersehen. Ich möchte sie sehen, ich möchte sie nicht auf ein Date lassen mit einem Mann, wo ich gerade solche Bilder gesehen habe, wo es zum Beispiel schon in die intensivere Seite geht, in die intensive Richtung geht. Ich kann das nicht mehr, ich will das nicht mehr, ich will nicht mal dran kaputt gehen. Das ist mir meine Beziehung nicht wert. Und deswegen habe ich für mich die Entscheidung getroffen, dass ich heute meine Freundin wiedersehen möchte. Also du willst abbrechen? Ja. Okay, krass. Ey, ist auch total in Ordnung. Ich glaube, ja, im Endeffekt so, wahrscheinlich hat er gesehen, scheiße. Ich finde, er hat sehr viel Scheiße gebaut am Anfang. Weiß das auch, ne? Dann hat Jesse die Bilder natürlich auch bekommen. Er hat jetzt die Angst, dass Jesse sich durch seine Bilder irgendwie dann von ihm distanziert, die Nähe zu jemand anders sucht und will das halt einfach dann irgendwie unterbinden oder ne, diesen Prozess abbrechen, dass sie jemand anders kennenlernen könnte oder weiter kennenlernen möchte so und bricht dann einfach ab. Finde ich auch irgendwie total in Ordnung und kann ich auch verstehen. Macht für mich Sinn, deswegen total fein, Abdu. Super. Überraschung. Hallo. Wer hätte denn von euch alles Bock auf so ein Temptation-Date? Ich glaube, alle. Alle. Ehrlich, ich fange mit dir an. Willst du erst wissen, mit wem oder willst du erst wissen, was? Was, bitte erstmal. Und dann mit wem? Es geht auf ein Segelboot. Sehr geil. Und zwar mit Trommelwirbel. Raphael. Gloria? Ja? Du wirst reiten gehen mit? Geil! Johnny. Johnny! Du fehlst natürlich noch. Ich muss dir sagen, für dich geht es auf kein Date. Okay. Du bleibst in der Villa. Wir sehen uns aber nachher wieder. Okay. Ah, okay. Ja? Ach ja, okay. Natürlich. Abdotter abgebrochen. Glaubst du, Abdu könnte wegen den Sachen, die du gemacht hast, abgefuckt sein? Weil du hast schon ein bisschen, nicht übertrieben, aber du hast schon ordentlich auf die Kacke gehauen. Ja, aber ich habe ja nichts Schlimmes gemacht. Ich habe ja meinen Spaß gehabt. Ich bin cool mit jedem. Voll. Also ich finde, Jessie hat gar nichts gemacht, ey. Ich habe den Männern Komplimente gegeben, was ihnen vielleicht nicht gefallen könnte. Ich mag dich. Du bist cool. Freunde, wenn da... Also, bitte. Jesse, mach dich jetzt nicht bekloppt. Bloß nicht. Das war alles im Rahmen. Ohne Scheiß. Wir haben uns vorher noch in der Villa gesehen zur Date-Verkündung. Dann musste ich dir sagen, dass du heute leider kein Date bekommst. Ja. Also, ich kann dir sagen, er hat abgebrochen. Okay. Ich glaube, du und Abdu, ihr habt einiges zu klären. Deswegen, wir holen ihn jetzt dazu. Ja. I came for love. I came for love. Oh. Cute, ne? Abdu, was war für dich schlussendlich der Auslöser? Warum hast du abgebrochen? Ich konnte es nicht mehr genießen im Endeffekt und ich brauchte sie an meiner Seite so. Ich musste sie sehen und ich konnte es einfach nicht mehr, weil ich bin dran kaputt gegangen die ganze Zeit. Ich konnte nicht mehr Spaß haben. Ich warte die ganze Zeit. Ich bin nur noch am Rumheulen gewesen. Ich fühle mich gerade schlecht. Du brauchst nicht schützen. Du hast Scheiße gesehen, ich habe Scheiße gesehen. Dafür sind wir da. Jeder macht seine Fehler und wir reden darüber und schaffen das Ganze. Hab ich dich mit irgendwas verletzt? Wie cute sie ist, ne? Guck mal, ich schwöre, Jessie, Ehrenfrau. Hast du. Sonst würde ich nicht hier sitzen. Womit habe ich dich verletzt? Wie du da saßt und sagst, ja, ich weiß nicht, ob er der richtige Mann an meiner Seite ist. Oder dass ich dir nicht reiche. Oder dass ich dir nicht genug wäre. Ja, aber sagt auch mal warum, ne? Die hat auch allen Grund gehabt. Es war nie meine Absicht, dich zu verletzen. Bereust schon einerseits, andererseits darf man halt auch nicht vergessen, in was für einer Situation man so gehandelt hat. Ja. Ich sehe, wie du eine andere Frau küsst. Danke.
wenn du... Bin voll hinter Jesse, Leute. Ich schwöre. ...jemanden magst, heißt es doch nicht, dass du ihn direkt abknutschen musst. Ich meine, ich habe auch keinen Jungen abgeknutscht. Wie kam es denn dazu? Kein Plan, ich habe einen Film, wenn ich ehrlich bin. Ihr habt euch geküsst. Weißt du, aber eure Lippen haben sich berührt und das ist der Punkt. Da denke ich mir so, wie weit kann man es dazu kommen lassen, dass eine andere Frau die Lippen von meinem Mann berührt? Ich bin dann 0,0 auf sie eingegangen. Ich weiß, sie war diejenige, ich weiß, die du hast auch richtig reagiert in dem Moment, aber ich habe dich einfach nicht wiedererkannt in diesen Momenten. Also meines Erachtens auch die Situation mit Kim und so, ne, ja, der macht sich halt Wasser aus den Augen und so, ne, aber klar, sie zieht es ihm zu hin, aber du checkst das schon, auch im Suff, Freunde, ganz ehrlich, ne, da checkst du schon, ob das, ob da dich gerade einer küssen will oder nicht, so, und das ist halt auch klar, er hat es vielleicht in dem Moment nicht gecheckt und war auch Suff, ja, klar, aber er hat auch ihr, der Verführerin, auch genug Zeichen dafür gegeben, ja, dass sie sich das erlauben kann. Die hat das nicht einfach aus dem Nix gemacht. Ne? Deswegen, ja, waren schon flirty unterwegs, Kim und Abdu damals. Das will ich nur sagen. Ne? Und dass die Kim das gemacht hat, das ist Temptation, Alter. Ne? Jesse, du hast gesagt, dass du dir nicht sicher bist, ob er der Mann fürs Leben ist. Ja. Wie siehst du das jetzt? Ich denke schon, ich bin mir sicher. Ich bereue es einfach nur, dass ich überhaupt an dich gezweifelt habe. Ach, es ist schön, euch so zu sehen. Es freut mich ja, sehr. Mich auch, Lola. Mich freut es auch sehr. Ich finde es geil, dass sie sich vertragen haben. Beides coole Charaktere, beides coole Personen. Beide irgendwie füreinander bestimmt irgendwie. Und schönes Paar, geiles Paar für Temptation mit Auf und Abs und hin und her. Und finde ich super. Abdu, Jesse. Top gemacht. Schön, dass ihr bei Temptation Island wart. Freunde, das war's mal wieder von Let's Talk About Temptation, Baby. Eifrig abonnieren, alle mal abonnieren, die Glocke drücken und in die Kommentare schreiben, was ihr natürlich denkt. Diskutiert mit, gerne, gar kein Problem. Freunde, hier kommt ihr auf die ganze Folge bei RTL Plus. Hier kommt ihr auf den alten Let's Talk About Temptation, Baby Stuff. Und wir sehen uns nächste Woche wieder. Ich küsse eure Herzen, passt auf euch auf und adios.